Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herbstzeit ist Kürbiszeit und deswegen zeige ich euch heute meine Art von Kürbissuppe. Geht ganz schnell und es schmeckt mega lecker. Legen wir gleich los zu den Zutaten und Zubereitung. Ich habe hier den Hokkaido-Kürbis, den habe ich klein geschnitten, die Schale dran gelassen, eine Zwiebel grob gewürfelt, Kartoffeln geschält, gewaschen und klein geschnitten, Öl und etwas Gemüsebrühe. Ich habe hier etwas Öl in einen Topf erhitzt und gebe die Zwiebeln rein und werde sie etwas anbraten und anschließend kommen dann die Kartoffeln und der Kürbis direkt rein und das lasse ich dann auch alles miteinander mischen und kurz anbraten. Jetzt gebe ich kochendes Wasser hinein. So viel Wasser hineingeben, bis alles bedeckt ist, die Oberfläche komplett bedeckt ist. Dann gebe ich meine Gemüsebrühe rein. Ich habe 2 Teelöffel Zucker hinzugegeben. Ihr könnt es würzen, wie ihr wollt. Also ich mag es sehr gerne mit der Gemüsebrühe, schmeckt mir am besten. Ja, und dann lasse ich das einmal komplett hochkochen, auf höchster Stufe aufkochen, bis es anfängt zu blubbern. Dann schalte ich das Ganze runter auf die niedrigste Stufe, also auf Stufe 2 oder 1 und mit einem geschlossenen Deckel so lange köcheln, bis das Gemüse schön weich geworden ist, der Kürbis schön weich geworden ist und die Kartoffeln. Anschließend schmecke ich das Ganze ab, ob ich noch Salz brauche oder Gewürze, aber meine Gemüsebrühe reicht vollkommen. Hat vollkommen gereicht, also von der vom Salzen her brauche ich nichts mehr und von der Würze auch nichts mehr, aber ihr könnt die Suppe so würzen, wie ihr wollt. Anschließend das Ganze mit einem Stabmixer pürieren. Meiner ist natürlich an dem Tag kaputt gegangen. Der hat seinen Geist aufgegeben und deswegen musste ich einfach mit dem Zerkleinerer meine Suppe einfach pürieren. Das geht auch, aber ihr macht das einfach mit dem Pürierstab schön fein pürieren. Ich mag etwas Stücke noch dazu, deswegen habe ich noch etwas Stücke noch drin gelassen. Ja, und dann nochmal kurz aufkochen, wenn ihr wollt. Und schon ist die Suppe servierfertig. Das Ganze habe ich dekoriert mit etwas Kürbiskernöl, wenn ihr wollt. Geschmacklich, ich mag es sehr gerne mit dem Kürbiskernöl und etwas Kürbiskerne drüber streuen. Oder ihr könnt es mit geschlagener Sahne oder einfach drüber geben. Schmeckt auch sehr lecker, aber ich mag es sehr gerne nur mit etwas Kürbisöl und Kürbiskerne. Und schon ist die Suppe fertig. Ihr könnt noch Petersilie drüber streuen. Ja, nach Lust und Laune. Uns schmeckt die Kürbissuppe so, also nur pur mit Kürbis und Kartoffeln und Zwiebel. Karotte mag ich nicht sehr gerne in den Suppe drinnen, weil ich weiß, das nimmt irgendwie den Geschmack von dem Kürbis irgendwie weg. Und ja, das war's. Probiert das Rezept aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Rezept ausprobiert. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüss!